Heute habe ich Vasa Sandwich in 4 Sorten, milder Käse, Käse mit französischen Kräutern, Käse und Schnittlauch und Hummus. Da habe ich mich drauf gefreut. Den Hummus aus dem Supermarkt kenne ich und schmeckt richtig gut, aber viele haben mir erzählt, du musst echten Hummus essen, der schmeckt viel, viel besser als dieser im Supermarkt. Aber sollte man auf jeden Fall probieren, wenn man es nicht kennt. Die hier habe ich bei World of Sweets bestellt und einfach alle Sorten, die sie hatten. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Ich hatte irgendwann mal, als die ganz neu rauskamen, ist schon eine Weile her, da hatte ich, glaube ich, eine Sorte. Aber ich kann mich nicht erinnern, welche und wie das geschmeckt hat. Schon ein paar Jahre her, glaube ich. Milder Käse. Backware aus Roggen. Knäckebrotriegel mit einer Füllung mit Käsegeschmack. Okay. Okay, ich dachte schon, der wäre durchgebrochen. Also der schon, aber, ne? Oh. Ja, der Versandhandel. Schmeckt geil. Ich überlege gerade, wie sinnvoll das ist. Weil es ist halt Knäckebrot mit Frischkäse drauf gestrichen. Aber so für unterwegs irgendwie finde ich die Idee gar nicht schlecht. Aber für zu Hause ist es irgendwie Blödsinn. Wahrscheinlich auch viel, 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 viel teurer. Als wenn man sich eine Packung Knäckebrot kauft. Und eine Packung Frischkäse. Mit einer Füllung mit Käsegeschmack und Schnittlauch. Ach, weil das nicht. Der gefällt mir besser. Schmeckt irgendwie käsiger. Ich finde die Dinger geil. Aber es ist auch irgendwie
Wenn Knäckebrot da ist, dann esse ich's, aber ich würde irgendwie. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt Knäckebrot gekauft habe. Oh, ich habe jetzt Hunger auf Knäckebrot. Irgendwie, ne? Aber es schmeckt richtig geil. Das ist so wie mit Zwieback irgendwie. Irgendwie, manchmal ist er da, aber irgendwie keine Ahnung, wer den gekauft hat. Und dann steht er da ein Jahr lang rum. Und irgendwie, wenn man nichts zu essen im Haus hat, dann nimmt man sich diesen Zwieback, schmiert da Butter drauf und dann noch Käse und Schinken drauf. Und obwohl Zwieback eigentlich mit Milch auch so gut schmeckt. Französischer Kräuter. Ist okay, aber irgendwas ist da drin, was ich nicht mag in den Kräutern. Das ist dieses ganz typische, ob es jetzt Chips oder sonstiges ist, ist immer dieser Geschmack. Irgendwas ist da drin, was ich nicht mag. Aber das sind halt immer diese Kräutermischungen und dann kannst du auch nicht rausfinden. Ich vermute Thymian. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie purer Thymian schmeckt. Irgendwie habe ich den Geschmack nicht auf der Zunge, deshalb ist es nur geraten. Aber sind in Ordnung, ist jetzt nur so halt, ne? Doch, ich finde die irgendwie geiler. Als so ein, keine Ahnung, ich habe irgendwie, meine Mutter hat mir früher sowas nie in der Schule mitgegeben. Ich habe immer normales Käsebrot gehabt, so, ne? Und so über die Jahre habe ich mir das Frühstückessen komplett abgewöhnt. Aber so. Wenn ich so überlege, was andere Menschen machen würden, dann finde ich sowas irgendwie besser als irgendwie so ein Zuckermüsli-Riegel oder wisst ihr, für unterwegs oder so. Es ist wahrscheinlich nicht gesünder, aber es sieht zumindest so aus. Nee, passt irgendwie nicht. Nee, schmeckt mir gar nicht. Also es gibt diesen Hummus in der Frischetheke. Kostet auch ordentlich. Ist, glaube ich,
Ich weiß nicht, ob man das im Supermarkt frisch gemacht nennen kann, aber das schmeckt viel schlechter. Nee, gefällt mir nicht. Aber diese Käsedinger schmecken eigentlich alle richtig geil. Auch wenn man das selber machen könnte. Das ist dann die fauler Sack-Variante. Aber gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und